Hier ist ganz schön gepackt. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los geht's! Und der Lehmann macht mit. Ja, der wird der Erste werden, wenn er weiter so macht, der Herr Lehmann. Gut unterwegs heute. Wir freuen uns natürlich auch, dass der FCN Cottbus heute hier mit vertreten ist beim Charitylauf 2014 der IG Wohnen. Die F-Jugend hat sich bereit erklärt und gesagt, na klar, da machen wir mit, da spenden wir gerne mit und sind auch voll mit dabei, glaube ich sogar. Ja, viele Sportler sind unterwegs, natürlich. Wir freuen uns auch, dass der SC Wohnen heute mit dabei ist. Tief weit hinten noch, aber das wird sich noch ändern, oder? Langsam auf 5 Minuten und dann die letzte Runde. Weit in der Mitte. Ja, die erste 10 Minuten ist glatt, aber richtig. Wir ab der Hälfte. Hallo Karl-Heinz. Ja! Nicht den Linkarm fotografieren. Hallo. Hallo. Ich
Häftling nicht verdammelt. Ja, und dann besser machen. Gut, danke. Das ist gut. Danke. Kriege ich im Moment. Ja, bei der ersten Runde kann das schon mal passieren. Ja, da ist er nicht dabei. Hi, Körpergrün! Das ist eine ganz neue Farbe, die haben wir jetzt kreiert hier heute bei uns. Und stellen sie auf den Kopf. Thank you.
Der Suche nach unserem Tierparkdirektor. Dies hier wird unser Charitylauf 2014 der Gewinner. Natürlich ist unser Tierpark. Guck, wir gehen hier nach. Und wie wir können das schaffen? Oder wir nehmen eine und beide. Das waren sie, unsere 2 Stunden. Bedanke ich mich jetzt schon mal bei den Damen und Herren, die jetzt schon geschafft haben, die jetzt hier sitzen, sich ausruhen. Auf jeden Fall schon viel mehr als im letzten Jahr. Das ist, denke ich mal, für Sie selber auch ein Applaus wert. Letztes Jahr waren es 616. Und die Region sagt natürlich Dankeschön an Sie, die mitgemacht haben, für den guten Zweck gelaufen sind. Und wir möchten natürlich auch nicht vergessen, unsere Sponsoren zu nennen, die Sparkasse Spreeneiße. Für das Wasser war zuständig Bad Liebenwerda. Und natürlich, dass wir hier sein dürfen, die CMT Cottbus.